Willkommen zurück zu Let's Stream Little Big Adventure 2. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, wo diese Aliens da auf dieser Insel gelandet sind. Und ja, allzu viel wissen wir von der Story eigentlich noch nicht. Wir wissen, dass der Dinofly, wie bin ich auf die Karte gekommen, genau so, und ich glaube Enter. Ja, genau. Dass der Dinofly da links unten, dieser Drache, letztes Mal vom Blitz getroffen worden ist und verletzt ist. Und wir eigentlich auf die Weltkarte wollen, und zwar zur Insel Wüste des leeren Blattes. Ja, da sind die Ninjas vorhanden, Naruto und so weiter, befinden sich da in einem Dorf des verschwundenen Blattes und so weiter. Das ist ein komplett krasser Name. Und ja, wir selber sind auf der Zitadelleninsel und da sind letztes Mal mit dem Wettermagier, der was da den Sturm entfernt hat, sind dadurch jetzt Aliens bei uns auf der Welt gelandet und die geben sich freundlich aus, aber ich glaube, sie sind es nicht. Schauen wir nochmal kurz ins Raumschiff rein. Kann ich da nochmal reinschauen? Das ist nämlich die nächste Frage. Moment, gehen wir da noch einmal hin, ja? Okay, ich kann nochmal reinschauen. Gerade nochmal zur Erinnerung auf mich vom letzten Mal. Was war da drinnen? Also die hüpfen da teilweise in so Mülltonnen rein oder was das immer darstellen soll. Und dann heben sie den Leuten da irgendwelche Zettel hin. Aber was das genau ist, wissen wir nicht genau. Wir sehen da auf jeden Fall, das scheint so, schaut so aus wie Twinsen, der was... Kann er vielleicht bei sich daheim Tee trinkt oder sowas und sie fotografieren da durchs Fenster durch oder so? Bin mir da nicht ganz sicher. Sie schauen aber auf jeden Fall sehr böse aus. Und ja, ich traue ihnen nicht wirklich, aber ich weiß nicht genau, was wir jetzt eigentlich da tun sollen. Bisher haben wir eigentlich wenig Infos gekriegt. Mit ihm kann ich da irgendwie gar nicht reden. Die Hunde bellen sowieso permanent. Wo müssen wir eigentlich hin? Schauen wir mal. Kann ich mit ihm wirklich nicht reden? Na, was hat er da eigentlich zu sagen? Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Guten Tag. Guten Tag, Twinsonia. Wir sind eure Freunde und kommen in friedlicher Absicht auf euren Planeten. Wir möchten euch gerne kennenlernen und euch an unserem Wissen teilhaben lassen. Auf unsere Freundschaft könnt ihr vertrauen. Okay, awesome stuff. Was will er mal damit sagen? Keine Ahnung. Wir haben eigentlich jetzt auch nicht wirklich einen weiteren Wegpunkt oder irgendwas jetzt freigeschalten. Das heißt eigentlich, wenn ihr aus der Karte rauskommt, krass, ihr rast komplett aus. Würde ich sagen, weiß ich nicht genau, was man weiter tun soll. Meine Überlegung wäre, dass wir einfach ganz normal weitergehen jetzt da und den Hafen oder sowas probieren finden. Und da dann mit dem Boot oder sowas dann rübergehen eben auf zur Insel des leeren Blattes. Aber jetzt gehen wir nochmal kurz nach Hause. Ist da eventuell unsere Frau zu Hause? Hat die ein paar Infos für uns? Na, die scheint nicht zu Hause zu sein. Im Keller unten wird sie wohl kaum sein. Dann gehen wir nochmal, wo könnte man noch hingehen? Wir könnten zum Leuchtturm nur hingehen, wir könnten auch noch zum Dinofly hingehen. Vielleicht ist er der allwissend und allmächtig. Ah, da ist unsere Frau. Okay, gehen wir mal daher. Was haben die zu sagen? Twinsen, hast du den Heilmagier gefunden? Nein, immer noch nicht. Hat Twinsen irgendwie jedes Mal eine andere Synchronstimme, je nachdem, was er für ein Dialog hat? Ja, Dinolein, wie geht's dir denn? So ein blöder Unfall. Mann, hab ich okay. Den Scheiß, den hat er letztes Mal schon gesagt. Das geben wir uns nicht nochmal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich gehe mal zum Leuchtturm. Da war eigentlich jetzt das letzte Mal, wo wir dann eigentlich einfach rübergebeamt worden sein ins Innere der Stadt. Vielleicht gibt es ja beim Leuchtturm irgendwas zu erledigen. Wobei, da sind wir dann runtergesprungen sogar, gell? Sehr, sehr komisch. Eigentlich irgendwo müsste es einen Hafen halt geben, oder? Wo wir zur Insel des leeren Blattes dann hinkommen. Das wäre halt irgendwie jetzt einmal überlegen. Aber ich habe momentan keinen Hafen gefunden, wo es ein Schiff oder sowas gibt. Gehen wir mal da in den Leuchtturm rein. Okay, Twinsen. Ich komm da gar nicht mehr rein. Das ist natürlich dumm. Dann springen wir da runter, da werden wir jetzt wieder ein bisschen verletzt werden. Oh, nein, nicht einmal. Wunderbar. Tja, dann würde ich sagen... Bei den Aliens selber kann ich mir, glaube ich, nicht allzu viel machen. Oder bei diesen Außerirdischen, die was... Irgendwie, es war eine schwache Erklärung. Die haben bei uns nicht landen können, weil so ein Sturm aufgezogen ist. War der wirklich über den kompletten Planeten verteilt? Die kannst du mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Das war irgendwie ein bisschen schwachsinnig erklärt, wie ich finde. Reden wir mal mit ihm. Was hat er zu sagen? Was machen eigentlich diese Esmeria hier? Hätten die nicht bleiben können, wo sie herkommen? Aha, die Esmeria, so nennen anscheinend die Leute da die Aliens, also die Außerirdischen. Dann fällt mir ein, da drin hat es einen Hasi gegeben mit seinem Motorrad. Okay, der ist jetzt nimmer da. Der hätte jetzt gerade vermutet, dass sie da vielleicht hin muss. Was ist da? Das schaut vielleicht nach Hafen aus.
Oh ja, das schaut eventuell sogar sehr nach Hafen aus. Ich glaube, das sind wir eventuell richtig. Wo sind wir da? Hafen der Zitadelleninsel. Oh ja, da sind wir wirklich beim Hafen der Zitadelleninsel. Grenzgenial. Reden wir mal mit den Leuten da. Mit dem Angler. Hallo, Felix. Sag mal, stimmt das, dass du vom Kai befreit hast? Das Monster gab es also wirklich? Gott möge dir dafür Dank auf, dass dein Pferdeschwanz ewig wachsen und Sendell deine Kinder beschützen möge. Okay. Genau, wir haben letztes Mal noch das Tarü eliminiert. Das war der komische Biber, der was drei so Giftkacheln da irgendwie spucken hat können. Kennenlernen und euch an unserem Wissen teilhaben lassen. Auf unsere Freundschaft können wir euch verlassen. Die reden wie Roboter, oder? Man kann ihnen nicht trauen. Ich bin mir oh, was hat er denn da rausgeholt? Oh, eine Krabbe. Stirb, Krabbe! Okay, also da zieht er teilweise Krabben an Land. Die geben uns dann Leben oder Mana? Ist eh gar nicht so schlecht. Guten Tag. Okay, das ist wieder dasselbe. Ich habe jetzt gedacht, jetzt rede ich mit dem mit der Zeitung. Aber na! Und das sind, keine Ahnung, sind das Mullkübel oder was ist das da? Das ist irgendwas. Ich kann auf jeden Fall damit nichts machen. Gehen wir mal da rein. Was, den Angler kann ich auch schlagen. Bringt das was? Das probieren wir dann da draußen. Hallo. Willkommen bei der Inselfähre, Herr Twinsen. Herr Twinson, hallo. Ich kann Sie für 10 Cashes fahren. Wohin wollen Sie? Wohin wollen Sie? Zahle ich 10 Cashes, wenn ich da bleiben möchte? Haben wir überhaupt 10 Cashes? Das ist die Frage. Ich bleibe jetzt noch hier. Ich bleibe hier. Wie viel haben wir denn überhaupt? Oh, wir haben 750. Krass, warum sind wir so reich? Kann ich da über den Tresen springen? Nein, kann ich den Tresen einprügeln? Nein, kann ich auch nicht. Was ist da in den Boxen? Vielleicht irgendwas Geheimes drin? Tut der Angler draußen, bei dem würde ich schon wieder vermuten, ein Secret. Also tut der eventuell mal was rausfischen, was uns was bringt? Besuchen Sie den Bü-Tempel auf der Wüsteninsel. Hier hat sich ein wichtiger Teil von Twinsens Abenteuern abgespielt. Oh ja, das war nämlich der Teil, wo ich den ersten Teil abgebrochen habe. Der war voller Fallen, voller Rätsel. Bin komplett verzweifelt an diesem Tempel und hab's dann lassen. Ich hoffe, dass das beim zweiten Teil nicht so wird. Aber bisher, wie gesagt, der zweite Teil wirklich sehr freundlich und nett, muss ich sagen. Mir gefällt er bisher wesentlich besser als der erste Teil. Okay, Mana mal Maximum. Komische Tapeten haben die da irgendwie alle in den Häusern. Immer so sternfarbenes Zeug, total hässlich irgendwie. Oh, da sind nur mal Kaschis 3. Da sind Herzen. Haben wir da nicht schon Maximum? Ja, haben wir eigentlich Maximum. Okay, es ist nicht perfekt gescriptet anscheinend. Wir finden dabei trotzdem Mana und Leben, obwohl wir es nicht brauchen. Was gibt's da drüben? Da ist noch so ein Elefant. Soll ich bei dem Angler warten, ist die Frage. Fischt der irgendwann nochmal auch was Geiles raus? Oder fischt der immer like Krabben raus? Jetzt warten wir mal. Jetzt warten wir mal dreimal. Ich gebe ihm dreimal die Chance, dass er irgendwas Geiles rausbringt. Ansonsten dann einfach die Krabben eliminieren. Was haben wir denn? Wir haben 2 Leben. Momentan ist eigentlich eh sehr gut. Schlagen wir nochmal. Okay, schlagen wir nochmal. Was? Hat er sich jetzt ertränkt oder was war das jetzt für ein Scheiß? No, Sasi! Was tut der jetzt? Ist er jetzt tot? Oder flüchtet er einfach von mir? Kann er da um das Haus rumgehen? Oh Gott, das schaut sehr gefährlich aus. Aber irgendwie das Moos, da finde ich sehr verdächtig. Das Moos, da finde ich sogar sehr verdächtig. Aber scheiß mal auf das Moos. Gehen wir zur Bootsanlegestelle hin. Keine Ahnung, was mit dem jetzt ist. Vielleicht haben wir jetzt da doch irgendein Secret freigeschalten, dass der jetzt da abgehauen ist. Vielleicht haben wir irgendwas Gutes bewirkt. Guten Tag, Herr Paul. Sie brauchen eine Fahrkarte für die Fähre, Herr Twinsen. Aha, okay. Ja, dann würde ich sagen, da ich nicht weiß, ob man auf der Hauptinsel irgendwas tun müssen. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es war irgendwie komisch, dass man mit den Aliens da jetzt nicht Arusenia oder sowas, dass man mit denen da jetzt nicht interagieren kann, aber im Prinzip, ja, pff. Guten Tag. Was soll ich großartig machen? Ich würde sagen, einfach bei der Hauptstory weitermachen. Hallo, Zinkaschis. Ja, ja. Wohin wollen Sie? Wir wollen auf die Wüsteninsel. Du besitzt eine Fahrkarte für die Fähre. Yes! Geil. Okay, auf geht's. Dom. Oh, und schon haben wir leider 50 Cashes. Okay, haben wir nicht 59 gehabt?
Hä? Okay, irgendwie haben wir jetzt einen Kaschis meiner Meinung nach gewonnen, warum auch immer. Und dann fahren wir mit der geilen Fähre darüber. Genau, mir ist noch was eingefallen. Moment, eine Kleinigkeit, was ich noch probieren wollte. Und zwar bei den Optionen, da gibt's Videos im Vollbild. Das probieren wir jetzt einmal. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass jetzt in dem Fenstermodus, in dem ich spiele, jetzt im Vollbild angezeigt wird. Und nicht, dass es überhaupt im Vollbildmodus wechselt, weil sonst ist es natürlich Gacke. Aber probieren wir das jetzt einfach mal, weil letztes Mal waren die Videos so klein. Guten Tag, Herr Paul. Sie brauchen eine Fahrkarte für die Fähre, Herr Twinsen. Ja, Hammer. Okay, wie kommen wir ins Inventar? Tabulator, glaube ich, oder? Na, was nicht? Shift? Shift war es. Okay, jetzt sehr göttlich. Wie viele Gegenstände es da gibt, ich frage mich echt. Vom ersten Teil erinnere mich nur an den magischen Ball, die Tunika, die Holokarte, die war klar. Dann hat es, glaube ich, Heiltränke und Mana-Tränke gegeben, irgend so einen komischen Pinguin, ein Auto und Benzin. Es gibt da gibt es meiner Meinung nach, da gibt es unendlich viele Gegenstände. Keine Ahnung, wie sie das jetzt auffüllen wollen. Es muss ein Riesenspiel sein. Guten Tag, Herr Paul. Ich hab's verguckt. Nein, Moment. Ich will eigentlich nur die Karte will ich da zeigen, genau. Fahrkarte für Fähre. Die Karte ist in Ordnung, Herr Twinsen. Steigen Sie ein und gute Reise. Drückt aus, Piraten. Joho. Joho. Okay, muss so rübergehen, oder was? Muss ich da sogar rüberspringen? Na. Sehr gut. Ah, die grünen Esmeria sagen also alle dasselbe, okay. Sind das vielleicht auch die Klone aus dem ersten Teil? Ich muss echt sagen, also ohne Scherz, ich finde das Spiel nicht schlecht von der Grafik her für damals. Keine Ahnung, wie alt das jetzt ist. Ich vermute mal sehr... Oh. Oh, reden wir nicht in den Videosequenzen. Er hat das Auge von Pegasus aus Yu-Gi-Oh! Oh oh, oh oh! Er sieht in das Herz der Karten. Okay, ich glaube, das war der spannende Teil von der Videosequenz. Wir haben den Bösewicht gesehen. Ich muss echt sagen, ich finde die Grafik nicht schlecht. Also, wann ist das Spiel rausgekommen? 1900 irgendwas? Und für das finde ich es echt nicht mies, weil ich glaube... Ich glaube ja wirklich, es ist ein DOS-Spiel, oder? Und wenn ich es jetzt da vergleiche mit damals, ich glaube Flugsimulator, irgendwas hat es, glaube ich, auch für DOS gegeben. Das habe ich, glaube ich, damals auch gespielt. Oder so ein Formel-1-Spiel habe ich noch auf DOS damals auch gespielt gehabt. Und ich finde da, das Spiel ist ja wirklich um Welten besser als die Spiele, was ich von damals her kenne. Hallo? Sie brauchen eine Fahrkarte für die Fähre, Herr Twinsen. Also Spiel für DOS mit 3D-Grafik, sagen wir mal so. Ja, ich brauche jetzt keine Fahrkarte mehr. Habe ich nur eine? Ist jetzt die weg? Na okay, jetzt ist sie weg. Also jetzt muss ich auf jeden Fall auf der Insel bleiben. Wir sind auf jeden Fall auf der neuen Insel und zwar Wüste des leeren Blattes. Und wir wollen eigentlich dahin zum Haus von Kerauk, dem Heiler. Ich würde mal sagen... Gehen wir zu dem Typen da runter. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, gehen wir straight jetzt zu dem Heiler hin, aber irgendwie... Mich interessiert gerade das da. Was ist denn das da? Das ist auch so ein UFO. Sind die jetzt überall gelandet, diese Esmeria? Hallo? Guten Tag. Hallo! Diese Außer-Twinsunia sind ja schon lustig. Die haben Unmengen von Verkleidungen. Manchmal sind sie als Kakteen verkleidet, manchmal als Mülleimer. Das scheint denen zu gefallen. Ständig sieht man sie in anderen Verkleidungen. Wollen sie unsere Welt übernehmen? Oh Gott! Kann ich da reinschauen? Okay, geil. Das ist auch genau dieselbe Videosequenz wie davor. Okay, ich sage nur dieselbe Videosequenz wieder vor. Da haben sich ja ganz schön viel Mühe gegeben, die Entwickler, muss ich sagen. Ne? Okay, da kann ich mir irgendwie zur Wüste rüberrennen. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Da ist so ein Mulkilbe, ist das so ein Außer... Autsch. Autsch, verletzt mich nicht? Was ist denn da los mit dir, du Arsch? Okay, der attackiert mich aber wirklich, oder? So nicht, Außer Twinsunia! Okay, der überlebt ganz schön viel. Okay, der überlebt unendlich viel. Aber wir haben ihn vernichtet. Wir haben ihn vernichtet. Sehr schön. Er hat sich nicht wehren können gegen die Macht von dem Kung-Fu-Stil da von Twinsen. Sie sind am Hafen. Insel der Wüste des leeren Blattes. Mhm. Okay, irgendwie die Infos da teilweise auf den ganzen Schildern und so sind komplett unnötig und unnütz.
Was gibt's denn da? Oh, das schaut aus nach Boccia. Boah, wie früher gern gespielt wurde. Bei mir haben das mit so Frisbee-Scheiben gespielt. Wir haben da immer Watscherlen dazu gesagt, anstatt Boccia. Also Watscherlen war für uns das mit den Frisbee-Scheiben. Da hat es die kleine Frisbee-Scheibe gegeben und eben so große. Und da hat man die große und die kleine ranwerfen müssen. Eigentlich gleich eben wie Boccia, glaube ich, heißt das. Nur ist Boccia halt eben mit Kugeln. Ah, das habe ich geliebt. Das habe ich mit meinem Vater früher voll oft gespielt in den Urlaub. Hallo. Guten Tag. Ich gehe oft wegen meines Rückens zum Heilmagier. Ich habe immer häufiger Rückenschmerzen. Da muss er ein guter Heilmagier sein. Wissen Sie, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste. Und außerdem ist der Rücken wichtig, wenn man Boccia spielt. Boccia, genau, so heißt es. Wie schreibt man denn das? Krass, das hätte ich komplett anders geschrieben. Hallo. Hallo. Guten Tag, Herr Twinsen. Der redet, dass er da Helium inhaliert. Hallo. Alle reden nur noch von diesen Typen aus dem All. Angeblich sind sie gleich auf mehreren Inseln gelandet. Aber von sowas lassen wir uns nicht aufhalten. Independence Day, wo ist Will Smith? Wird er uns retten? Wahnsinniger.